Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Whisky und Gin in Gurkenform. Wie krass ist das denn? Ich habe geschrieben, es ist so eine kleine Mutprobe hier. Und ich kann euch auch erzählen, wie diese Mutprobe zustande kam. Ich habe ja für ein paar Wochen dieses schöne, kühne Überraschungspaket ausgepackt. Und da hattet ihr auch netterweise drunter kommentiert, hey, kennst du nicht die Whisky- und Gin-Cornichons von denen, die kleinen Glöckchen, willst du die nicht mal ausprobieren? Und ich habe drunter geschrieben, natürlich würde ich die ausprobieren, in der Hoffnung, dass ich sie eh nie finde. Und dann dachte ich so, nein, oder dass ich sie vielleicht auch gar nicht bekomme. Aber ich habe sie bekommen, Kühne ist so cool, die haben mir jetzt diese Whisky-Cornichons und diese Gin-Cornichons zugeschickt. Und bevor ich die jetzt probiere, muss ich nochmal zur Ehrenrettung sagen, ich finde die kleinen Gürkchen vom Kühne, die fand ich immer als Kind am leckersten, ehrlich. Das ist hier keine bezahlte Werbung oder so. Ja, ich kriege ja die Produkte zwar kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt, aber ich habe da keinen Auftrag, den ich hier erfüllen muss. Und ich mache es einfach just for fun. Und das stimmt wirklich, ich fand die als Kind immer besonders lecker, weil die immer knackig waren. Dann hat meine Mutter mal auch mal so Gürkchen gekauft, die waren von irgendeiner anderen Marke und da waren dazwischendurch immer so weiche Gürkchen drin, so richtig so, die ein bisschen matschig waren. Das fand ich halt total. Ja, ich bin ganz schön krüsch, auch als Kind gewesen mit dem Essen, ganz schön krüsch gewesen und das mochte ich halt nicht. Und hier weiß ich, bei Kühne ist der Knackfaktor in den Gurken relativ hoch. Und da sage ich jetzt alles Nette vorab, bevor ich hier gleich wahrscheinlich komplett das Gesicht verzerre. Denn hier ist tatsächlich Whisky drin. Da steht nicht nur drauf, 2% Whisky ist hier drin. Und in diesen Kühne-Cornichons ist auch 2% Gin drin. Gin finde ich persönlich als, wenn es denn Alkohol schon sein muss, finde ich Gin wirklich noch am angenehmsten. Whisky kannst du mich mit verjagen, ehrlich. So, extra knackige Gurke mit erfrischendem Gin. 2 Minuten drumherum gelabert, jetzt wird mal das Glas geöffnet hier. Und, guck mal, ich habe es sogar noch hinbekommen. Das sind die leckeren Gin-Gürkchen. Und das riecht lecker. Das riecht wie früher. Ich mag Gurken. Ich habe so lange keine Gurken mehr gegessen. Die sind auch so toll von den Kalorien. Da kann man ein ganzes Glas von essen und nehmen wir mal Gurken, haben da mal tolle Nährwerte, sagt man. So, das Gin-Gürkchen. Riecht gut. Mhm. Zweites Gürkchen hinterher. Wenn, dann schon richtig, ne? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir schon mal vorgestellt. Es hat eine sehr sanfte, angenehme Note. Also saure Gürkchen per se schmecken mir schon besser. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, normalerweise esse ich die auch immer ganz kühl aus dem Kühlschrank. Gurken aus dem Kühlschrank, wer ist noch? Team Gurke aus dem Kühlschrank. Wenn die warm sind, ist es immer so ein bisschen anders vom Geschmack. Ich mag die gerne gekühlt aus dem Kühlschrank. Jetzt ist sie zu warm. Bei dem Gin war es echt okay. Also ich habe jetzt keinen Ekel verspürt, es schmeckt immer noch lecker nach einem Gürkchen. Der Geschmack, der dabei entsteht, ist aber leider auch, ist nicht ganz so meins. Muss man schon mögen. Ist speziell, ist was Besonderes. So, Whisky mag ich gar nicht, probiere ich jetzt auch mal. Und ich mag ja generell nicht so Alkohol in Lebensmitteln, das wisst ihr ja auch. Deswegen mache ich diesen Test nur für euch. Und mal gucken, wie die Whisky. Gurke. Boah, das riecht schon. Das ist alles Whisky. Das weiß ich. Am Whisky denke ich immer so, auch bei manchen Whisky-Sachen, als hätte man irgendwie ein Stück Torf im Mund. Ich habe auch schon mal Whisky probiert, deswegen. Das ist was für den Whisky-Freund. Heißt, ich habe es gegessen. Und speziell. Wer Whisky mag, sollte unbedingt mal einen Biss reinwerfen. Bei den Gin-Freunden auch. Ich finde die Idee total cool. Es ist mutig. Gurken mal anders. Muss man mal probiert haben, wenn man Whisky oder Gin mag. Wenn man Gurken mag, muss man es nicht unbedingt probiert haben. Ich bin froh, dass ich jetzt einmal mal so ein Gürkchen probieren dürfte. Ich werde dir gleich meinen liebenswerten Arbeitskollegen sponsern. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.
Ach, ihr wollt unbedingt eine Bewertung haben. Denn eine Bewertung kann ich natürlich auch abgeben, auch wenn ich die Gürkchen nicht mag. Also bei den Whisky-Gürkchen ist es so, aus der Sinn eines Nicht-Whisky-Trinkers, der kein Whisky mag, gebe ich denen 6 Punkte. Und die Gin-Gürkchen, die bekommen von mir 7 Punkte. Die normalen kühne Gürkchen, Cornichons, damit ihr einen Vergleich dazu habt, bekommen von mir 10 Punkte. Gin-Variante 7, Whisky-Variante 6. Das war's jetzt aber, ihr Lieben. Hier oben, wie gesagt, Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!